Ja, hi. Immer noch die Augenringe, aber es wird langsam besser. Ich habe gedacht, ich mache mal spontan ein Video über Musik, was ich so für Musik höre. Sorry übrigens für das Knarzen meines Scheißstuhls. Ich bin einfach zu schwer und mache solche Dinge immer kaputt. Und zwar, was ich für Musik höre, ist, also ich habe bis zu meinem 12. Lebensjahr gar keine Musik gehört. Moment, ich muss kurz was mit dem Stuhl hier machen. Dieser Scheißstuhl, der senkt sich immer von alleine ab. Was auch nicht mit dem los ist. Ja, also bis zu meinem 12. Lebensjahr habe ich gar keine Musik gehört, weil ich Musik, die ich kannte, das war halt nur Radiomusik und was andere hörten, total mega langweilig fand. Bis ich dann durch einen Freund auf Rammstein gekommen bin. Das war dann so meine. Ja, oder das war durch meinen Bruder, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es so die erste Band, die ich richtig gut fand. Und dann ging es halt weiter mit Linkin Park, Manowar, Metallica und solche Geschichten. Ja, und dann war ich, oder bin ich seit 11 Jahren jetzt auf der Metal-Schiene. Und eine meiner Lieblingsbands ist die Band I Wrestled a Bear Once. Ich verlinke einfach mal alle Bands, die ich hier aufzähle und für gut befinde, in der Infobox. Das ist so. Boah, wie beschreibt man das? Also, man sagt in der genauen Bezeichnung eigentlich Mars Metal dazu, also Mars für Mathe. Das ist dann so ein technisch relativ anspruchsvolles, chaotisch wirkendes Rumgeschredder und Tempowechsel und Taktwechsel, alles mögliche komplizierte Gitarrenriffs und so weiter, alles aneinandergereiht, Brutalität, Geschwindigkeit, alles miteinander verbunden. Also das ist so momentan meine Lieblingsmusikrichtung, dieses Mass Metal und Technical Death Metal nennt man das, weil das einfach so mein Gehirn stimuliert. Das finde ich, ja, ziemlich genial eigentlich, und neben dieser Musikrichtung höre ich sehr gerne und viel momentan seit 2 Jahren Dubstep, weil ich das eigentlich ziemlich relativ kreativ finde und gleichzeitig auch noch richtig abgeht einfach. Ich höre auch noch gerne Drum and Bass, Rock, Klassik. Am liebsten höre ich eigentlich Klassikelemente in Metal auch wieder. Also Metal gibt es ja so viele verschiedene Untermusikrichtungen, dass man da eigentlich quasi alles findet. Es gibt auch Dubstep Metal, also zum Beispiel höre ich auch sehr gerne The Algorithm. Das ist Metal mit Elektronik, manchmal Dubstep drin. Ja, Progressive Metal ist fast so ähnlich wie Technical Death Metal, auch halt ziemlich anspruchsvoll wie Dream Theater. Höre ich sehr gerne. Guck mal kurz hier. In meinen iTunes, ich habe sehr lange Zeit sehr gerne Folk Rock und Folk Metal gehört, wie zum Beispiel Kopiklaani, falls das jemand kennt, aber dann auch solche Geschichten wie Amon Amarth, was eher so Viking Metal ist. Es ist ziemlich zurückgegangen und ersetzt sich eigentlich nur noch mit Technical Death Metal. Ich glaube, ich kann hier nichts davon anmachen, weil das dann von YouTube gesperrt wird oder sowas. Also Technical Death Metal finde ich noch in Necrophagist gut, also ich verlinke das alles. Sehr gerne habe ich früher auch Pagan und Viking Metal halt gehört. Ja, ich mochte einfach diese Stimmung und diese Folk-Elemente drumherum, diese Geschichten und so weiter. Ja, Punkrock höre ich mittlerweile auch ziemlich gerne. Was höre ich denn gerne für Punkrock? Mal gucken. Betontod, genau, aus Rheinberg, das ist eine Nachbarstadt von mir, aber die sind auch relativ bekannt in der Punk-Szene, finde ich richtig geil. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier keine speziellen Punk-Bands, die ich gut finde. Ja.
mit anderen Musikrichtungen, im Speziellen jetzt Pop oder genau. Also Pop, da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, aber ich höre auch Hip-Hop, wenn der Hip-Hop wirklich gute Texte hat, also sinnvolle Texte hat und dann auch noch richtig guten Flow hat, dann höre ich auch sehr gerne Hip-Hop. Was ich am meisten höre, ist eigentlich Amewu oder Amewu. Das neue Album Leitkultur. Finde ich sehr geile Lieder. Zum Beispiel Training Day finde ich halt ziemlich gut. Schwarze Sonnen. Allein sein. Hier noch. Ja, auf jeden Fall, Amihu finde ich von den Texten einfach richtig genial, also wirklich genial. Die Texte sind durchdacht, die ergeben Sinn, sind teilweise auch spirituell, aber auch einfach intellektuell. Und was ich noch gerne höre an Hip-Hop ist Gory Gore und Abstrakt. Geht aber textlich in die extreme Schiene, aber ich konnte mich sehr lange Zeit und teilweise immer noch sehr mit den Texten identifizieren einfach. Abstrakt macht auch sehr viel buddhistisch angelehnt, ist aber das eher so aggressiver Hip-Hop. Ja. Ansonsten einfach auch noch Metal. Deathcore ist eine Musikrichtung, die ich sehr liebe. Das ist ein Mix aus relativ neuartigen Metal, also die sich, was ich nicht vor neuen Nicht-Erkenntnissen, sondern neuen Spielweisen und so weiter scheut, aber trotzdem noch dieses brutale alte Death Metal dabei hat. Black Metal höre ich auch sehr gerne, Dimmu Borgir zum Beispiel, was kein reines Black Metal ist, es wird als Dark Metal bezeichnet, aber ja, Satyricon ist eine Black Metal Band, die ich sehr gerne höre. Immortal, was habe ich hier noch? Aber auch Black Sabbath und so was. Ich liebe Black Sabbath und dieses langsame, schleppende. Aber ich liebe auch sehr dieses schnelle, komplizierte, schnelle. Zum Beispiel, wie heißt die andere Band nochmal? Asis, genau. Höre ich es auch wieder, Asis. Ich verlinke das einfach mal alles. Und ich bin nochmal gespannt, was die paar Leute, die es mittlerweile gucken, die ich hier so mache, für Musik hören. Also das von den meisten Leuten, wo ich mir denke, dass die eigentlich eher weniger Musik hören oder wo ich mir einfach nicht sicher bin, dann merke ich eigentlich, dass sie ziemlich gute Musik hören, die ich auch selber nicht kannte und ganz cool ist, auch wenn die manchmal ein bisschen poplastig ist. Aber was ich auch cool finde, ist zum Beispiel, wie heißt das nochmal, diese Musikrichtung von Punk, Ska-Punk, genau. Ja, da fällt mir wieder so ein Festival ein hier in der Nähe. Das ist auch so ein Punk-Festival, das heißt Rock am Dick. Und da wird auch viel Ska-Punk gespielt, das ist einfach nur lustig, macht gute Laune. Ja, ich finde das Festival auch mal, das ist ziemlich cool. Alles klar. Das war's dann zur Musik. Bis demnächst.